Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Alarm für Cobra 11 Highway Nights. Im letzten Part haben wir noch so vielen Anläufen endlich dieses drecksverkackte Rennen gewonnen. Und können jetzt weitermachen mit dem nächsten Rennen. Um den Wagen. Das heißt, diesmal geht es sogar um was. Ah, jetzt will ich mal kurz die Strecke anschauen. Okay, wir fahren also hier raus. Ihr Robot, Alter. Gott verdammt nochmal, ist das eine lange Strecke. Achso, aber wir fahren das nur einmal zum Glück. Achso, und wir haben da oben eine Prozentanzeige, wie weit wir sind, okay. Aber das Rennen ist, meine ich, sogar relativ einfach. Weil hier ist halt Verkehr. Mit Verkehr muss man umgehen können und das kann der nicht. Meine ich. Hoppla. So, erster. Hängt der da immer noch? Ja. So. Jetzt fahren wir das einfach in aller Gediegenheit fertig. Au. War so geplant. Wir kürzen einfach ab, wie wir das immer tun. So. Und Handbremse. Aber wir haben gar kein Nitro. Jetzt gucken wir mal, wo unser Wert her. Ach, der ist gar nicht so weit weg. Okay. Dann drücken wir halt weiter auf die Tube. Warum soll man denn hier bremsen? Das hat gar keinen Sinn. Hier sollte man vom Gas gehen. Das sollte man wirklich. Wow! Wir hatten ein Schadenslimit. Tatsächlich hatten wir. Okay. Das war jetzt uncool. Aber egal, den kriegen wir wieder. Ach, Brauerei, Hacke und dicht. Wir haben jetzt gerade schön das Schild gesehen. Diese Namen hier sind auch immer wieder klasse. Da habe ich ihn wieder. Wäre das hier eine rechte Rennstrecke, würde ich mir wahrscheinlich Sorgen machen um das Rennen, aber da auf der Ideallinie eben gerne mal Autos umeinander stehen, braucht man hier die klassischen Cobra 11 Fahrkünste. Die hat der nicht, weil das halt eine KI ist. Wow! Na gut, verfahren sollte man hier sich jetzt vielleicht nicht direkt. Also sich zu verfahren ist dann doch vergleichsweise ungünstig. Ach, er musste sich auch gerade zurücksetzen. Moin. So. Gucken wir, dass wir uns wenigstens jetzt ein wenig absetzen können. Wir hier ein bisschen Speed über die Autobahn heizen. Ah. Ja, so natürlich nicht, ne? Boah, und so natürlich auch nicht. Aber egal, ich denke, den kriegen wir schon wieder.
Irgendwo, irgendwann baut er wieder einen Fail und dann haben wir ihn. Ach, da ist er ja schon wieder. So. Na. Da habe ich dich wieder. Oh, der war schön. Guckt euch das an. Wumm und einfach hier voll drüber gesprungen an dem vorbei. So. Hier geht's rum und dann müssen wir hier rein. Und dabei nehmen wir die Litfaßsäule mit. So, langsam sollten wir mal gucken, dass wir den abhängen. Ich glaube, das war sogar das bessere Ende für uns. Ja, war's. Aber jetzt wollen wir kein Auto mehr crashen. Weil sonst kommen dann nochmal 10% Schadenslimit drauf. Und das wäre dann doch irgendwie uncool. Mann! Natürlich haben wir es nicht geschafft. Jetzt sollten wir hier aber gleich soweit sein. Okay. Okay, gut, jetzt aber gleich. In dem ganzen Gegenverkehr ist das echt uncool. So. Jetzt hier aber weiterkommen. Ah, da ist das Ziel. Nice. Hallo Seemann. Du grinst ja wie ein Honigkuchenpferd. Hab dem Typen auch gerade den Wagen abgeluchst. Na Glückwunsch. Ich fürchte nur, wir haben keine Zeit für eine Spritztour. Los, wir müssen wieder an die Arbeit. Ich fahre meine neue Karre zum Revier. Du nimmst unseren Wagen. Sehr schön. Sag mal, Ben, das ist doch merkwürdig. Da versuchst du jedes Kilo aus so einer Kiste rauszuoptimieren. Und da kommt so ein Schnösel und packt sogar noch welches drauf. Die gesamte Karosserie dieses Wagens ist von vorn bis hinten verstärkt. Ja, klingt sehr seltsam. Also so viel Arbeit, wie der in die Verstärkung investiert hat, will er die Kiste bestimmt wieder haben. Ja, Simi, dann lass doch den armen Kerl beim nächsten Duell gewinnen. Erst kann sich Hartmut in der KTU den Wagen mal genauer ansehen. Dann kann Hartmut ihn ja auch gleich verdrahten. Gute Idee. Irgendwas ist auf jeden Fall faul. Okay, gut. Dann wollte ich mal wieder kurz was kontrollieren, deswegen mal eben kurzer Cut. So, und weiter geht's. Ach, hier geht's rum. Okay. Und wenn ich jetzt noch irgendeinen Crash baue, dann kommt direkt das neue Sachschadenslimit. Das will ich eigentlich nicht. Aber wir sind jetzt eher an der Wache. Sehr schön. Fall abgeschlossen. Yay. Und Unruhestifter. Wir nehmen mal wieder ein Zivil.
Einen zivileren Wagen. Wieder das Cabrio. Habe ich jetzt gerade Bock drauf. So. Und mal sehen, was wir jetzt tun müssen. Cobra 11, bitte kommen. Es ist eine Bombendrohung eingegangen. Überall in der Stadt gehen im Abstand von wenigen Minuten Autobomben hoch. 3 Explosionen sind schon gemeldet worden. Die Täter sind vermutlich wieder Autonome. Sie haben die Standorte genannt. Wie viele? Es sind schon Einheiten unterwegs. Kommt schnellstmöglich zum Revier. Auf dem Parkplatz drücken wir euch den Stadtplan mit den eingezeichneten Orten in die Hand, die ihr so schnell wie möglich abfahren müsst. Versucht, die Explosionen zu verhindern. Verstanden. Okay, das heißt abklappern. Das heißt, wir müssen jetzt diese 5 Orte in einem Affenzahn abklappern. Die 20 Sekunden gelten wahrscheinlich bis zum nächsten Ort. Oh, hier waren wir schnell genug. So, nächster Punkt. Alter. Sowas mag ich immer nicht, weil das ist immer so drecks... Gott. Eng. Oh, kacke, kacke, kacke. Die Bombe hier geht nicht mehr hoch. Alter, war das jetzt schon wieder eng. Das ist jetzt schon wieder wesentlich enger, als mir lieb ist. Wow. Hier geht's darum. So. Okay. Go. Also, jetzt gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen was reißen. Ach, da ist die Bombe schon. Das waren aber noch nicht alle. Nee, waren sie auch nicht. Hier geht's weiter. So. Okay. Jetzt wieder hier schön über die Straße und da ist das nächste Stoppding. Sofort von ihm. Möglichst genau drin zu stehen kommen. Na los. Zur nächsten Bombe. Alter, ist das eng. Ich sag mal so, es gibt soziale Zeitlimits und es gibt solche Zeitlimits. Obwohl, gut, bis jetzt ist es immer um 10 Sekunden oder so rausgegangen, deswegen passt das schon. Ich hab's auch schon knapper erlebt. Das hier jetzt zum Beispiel dürfte lustig werden. Oder obwohl, nee, das dürfte auch wieder gehen. Wir müssen jetzt hier straight durch abkürzen und da auch, dann passt das wieder. Dann hier und da hoch. Ich komme mir vor wie bei einer Schnitzeljagd. Jo, bist du ja auch. So, bloß dass es hier um etwas mehr geht. Also mein Schnitzel. So, jetzt geht's hier rechts rum. Nein! Das waren aber noch nicht alle. Was? Das habe ich nicht geschafft. Oh, das muss ich... Verdammt. Warum habe ich die gerade eben nicht geschafft? Sowas ist total uncool. Da achtet man einmal nicht auf die Zeit und schon schafft man es nicht. Oh, dieses Metallteil da nervt. So. Das werde ich auch wieder nicht schaffen.
schaffe ich nicht. So, aber das schaffe ich jetzt. Zentrale für Cobra 11, waren das wirklich alle? Bestätigt. Ihr habt es geschafft. Na, ein Glück. Boah, gut. Und weiter geht's. Hey, Simir. Siehst du den Typen da vorn? Meinst du auch, der könnte was mit der Bombe zu tun haben? Ja, und ich meine auch, den habe ich auf den Fotos in der Liste der Autonomen gesehen. Dann finden wir's mal raus. Er fährt los. Verfolgen wir ihn. Ah, Beschattung. Dieses Lautsprechersymbol, was man da sieht, das zeigt auch, wie Verdacht erschöpft. Also je mehr wir hinter ihm kaputt machen oder so, desto lauter wird das. Und desto eher schöpft der Verdacht. Jetzt sind wir schon bei 5 Strichen, das ist jetzt schon ganz, ganz uncool. Wir sollten jetzt nicht mehr viel kaputt machen, sagte er und fuhr in eine Litfaßsäule. Aber wir sollten jetzt echt nicht mehr viel kaputt machen. So. Machen wir jetzt einfach ganz gemütlich hinter ihm her. Ah, es baut sich auch wieder ab, das ist sehr gut. Okay. Mal langsam. Also wenn du mich fragst, dann trifft er sich gerade mit seinem Boss. Dann bleiben wir mal dran. Okay, den Boss müssen wir jetzt auch wieder verfolgen. Ach, der fährt in Exzellenz. Verdammt. An dem dran zu bleiben, wird gelinde gesagt interessant, weil der Wagen scheiße schnell ist. So. Mal sehen, wie lange wir... Oh, hoffentlich müssen wir den nicht zu lang verfolgen. Komm, Nitro. So, ich hoffe, das hat man jetzt gerade nicht gehört. Ich bin nämlich gerade an meinen Lautsprecher hingekommen. Oh, da bin ich jetzt ein bisschen zu nah rangekommen. Das war jetzt schon knapp. Dass ich mit Nitro wieder ein bisschen rankommen. Na, wo will der hin? Dahin will er, okay. So, weiter geht's. Sag mal, was soll denn das? Ich glaube, der will was von uns. Wer sind Sie? Tut nichts zur Sache. Ich will euch nur einen kleinen Tipp geben. Haltet die nächsten Tage den Ball flach. Fahrt ein bisschen durch die Gegend und kneift mal ein Auge zu. Wäre eure Gesundheit zuträglich. Denn ich glaube, der wollte uns drohen. Das Gefühl habe ich auch. Fühlst du dich bedroht? Nö. Lass uns dranbleiben. Okay, und nochmal dranbleiben. Aber dies... Boah! Leck mich am Arsch, war das knapp. Aber diesmal, darf ich nur noch 100 Meter weit wegkommen, was das Ganze nochmal deutlich uncooler macht. So. Part ist übrigens zu Ende, da ich aber die Aufnahmesession nach diesem Part hier beende, muss ich jetzt diese Mission noch fertig fahren. Tragisch, ich weiß. So. Da waren noch gerade noch mehr. Da habe ich doch gerade noch einen gesehen. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Ach du liebe Zeit. Weg hier, schnell! Gegen die kommen wir nie an. Zentrale für Cobra 11 brauchen dringend Verstärkung, hallo! Hallo Zentrale! Verdammt nochmal!
Okay, jetzt wollen wir also wegkommen. Ich glaube, wir haben alle abgeschüttelt. Puh, da haben wir uns wohl bei jemandem unbeliebt gemacht. Meinst du auch, dass das der Typ sein muss, der die Autonomen ausrüstet und zu den Anschlägen anstachelt? Sehr wahrscheinlich. Ich frag mich schon, warum der seine Finger da drin hat. Vielleicht erfahren wir was auf dem Revier. Okay, jetzt fahren wir also erstmal wieder zurück zum Revier. Und dass wir gerade an den drei Typen, die uns gerade noch umbringen wollten, direkt wieder vorbeigefahren sind und die einfach mal nichts gemacht haben, ist auch völlig egal. Es ging jetzt aber auch gerade schnell mit dem Abschütteln. Früher war das immer so... Ich habe das auch schon erlebt, dass das so war, dass du einen Mindestabstand einhalten musstest und den dann 10 Sekunden halten musst. Das war schon wesentlich uncooler. Weil wenn einmal eine Kurve gekommen ist, war der wieder dran. Da hat sowas richtig lang gedauert. So, jetzt gucken wir hier wieder schnell zurück zum Revier. Da sind wir ja gleich. So. Gut. Sehr gut. Okay, dann gehen wir hier mal wieder zurück. Alles klar. Dann geht's also an diesem Punkt bei 41%. Beim nächsten Mal weiter. Bis dahin. Ciao.